Schwester. Sie sind aus Augsburg. Ja, das stimmt. Dann sind wir auch Landsleute. Die Egger Katharina. Egger heißt es. Ich bin der Staatspfarrer. Und Sie sind eine gebürtige Heimstätt. Heimstätt, ja. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die überaus großzügige Spende im Klingelbeutel. Es kommt den Armen zugute. Ja, die Tiroler sind ein nettes Völkchen. Ich hab sie stets gern gehabt. Ja, aber sie zerreißen sich halt immer so gerne das Maul. Bleiben Sie standhaft, junge Frau Eckerin. Akzeptanz ist immer eine Frage der Zeit. Ein bayerischer Scheinheiliger. Zeit haben wir. Sehr wohl. So, schon aufs Kind. Guten Abend, mach Wirren. Was will denn der da? Guten Abend, Ecke. Guten Abend. Guten Abend, Hochwirren, wenn Sie jetzt trinken. Vergeht's gut, ich bin in Eile. Gibt's Neuigkeiten? Ja, die gibt es. Aha. Wie es scheint, haben die Tiroler am Berg Isel, die Franzosen und die Bayern entscheidend geschlagen. Aus ist. Und glaubt mir, ich bin genauso überrascht wie alle anderen. Vom Kaiser Franz bis zum Napoleon. Ein Kundschafter hat uns vor einer Stunde vermittelt. Die Bayern rücken vollständig aus Tirol ab. Es scheint, als ob ihr den Herrgott auf eurer Seite gehabt hättet. Noch ein Likör, Hochwürden? Na, vergeht's gut. Ich bin in Eile. Und Betz für die Opfer, die der Aufstand auf beiden Seiten hervorgebracht hat. Aber sicher. Eckerin, komm mal rein. Danke. Was führt Sie denn zu so später Stunde noch zu mir, Frau Eckerin? Die Neuigkeiten aus Wien beunruhigen mich sehr. Ich brauche Ihren Rat, Hochwürden. Seit Wochen predige ich für leere Kirchenbänke. Tirol gegen den Rest der Welt. Andreas Hofer führt Sie an. Ein letztes Aufgebot soll erneut in den Kampf ziehen. Und auf den Straßen hört man Übles von Seiten der Franzosen. Man spricht von einer Übermacht. Ich habe Angst, dass es in einem Gemetzel endet. Schauen Sie, auf Tirol liegt ein Fluch, liebe Frau Eckerin. Die Alpen sind das Tor zwischen Nord und Süd. Tirol zu besitzen heißt, den Schlüssel zu besitzen. Was heißt das? Ah, jetzt stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind. Hochwürden, was kann im schlimmsten Fall passieren? Tirol wird fallen! Reine Mathematik! Napoleon greift mit beiden Händen nach dem Rest Europas. Nahe Innsbruck zieht er sein Heer zusammen. Doppelt so groß als alles, was die Tiroler je aufbringen konnten. Und er wird keine Gnade walten lassen. Was kann ich tun? Beten Sie. Beten Sie um die Gnade Napoleons. Und dass Sie keinen kennen, der an diesem letzten Aufgebot teilnimmt. Genau so sollst du dem Heiden agieren. Franzosensau. Da schaut's mal. Habt ihr euch noch nicht nur, hä? Weg mit der Hand. Lasst das Auto verschwinden. Jawohl, hängt raus. Wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen. Fahr noch runter. Hast du gerade bei seinen Enkel verschleppt? Und das Wunder, denk ich. C'est un insurgent. Wir haben schon einen Torsch. Sebastian Montlau. Tirolien, es ist aus und vorbei.